Mein Name ist Norbert Pöblau. Ich bin Imkermeister bei Mellifera e.V. und kümmere mich um die Bienen von dem ganzen Verein. Im Moment so zwischen 150 und 200 Bienenvölker in ganz, ganz vielen verschiedenen Beutensystemen, wo ich auch gerne rumexperimentiere. Wie bin ich zu den Bienen gekommen? Ich bin zu den Bienen gekommen, eigentlich als, na, 12-Jähriger, der mal einen Schwarm im Strauch hängen hat sehen und total fasziniert war und sich dann überlegt hat, wie kann das denn eventuell in einem Bienenkasten unter Beobachtung weitergehen. Damals habe ich mich noch nicht getraut und in der Zwischenzeit gab es einen Schritt, wo ich mich dann getraut habe. Und jetzt praktiziere ich Imkerei eigentlich seit, ja, mehr als 20 Jahren. Ja. Bienen im Herzen der Bäume. Das ist aus meiner Sicht etwas, wo Bienen hingehören, wo sie auf jeden Fall heute noch vorkommen sollten, leider meistens nicht mehr vorkommen. Und ich finde es ein total spannendes Thema, da noch mal genauer hinzugucken, was läuft denn eigentlich im Naturzusammenhang zwischen den Völkern, innerhalb des einzelnen Volkes, bei den Einzelbienen im Naturzusammenhang. Ich merke auch in diesen 20 Jahren, dass ich eigentlich immer noch von den Bienen ganz, ganz viel lerne und hoffe, die Zusammenhänge so zu verstehen, dass ich alle Welt redet von Bienen retten, dass ich für die Bienen mehr tun kann. Ja, das sind so meine Visionen.